salty, sweet like dark meat, yeah. Puff green like army, oh. Summertime, great Kool-Aid. Boots up, members only. Old drum bang like Mirko. Hallo, Thomas. Guten Morgen. Grüß dich. Schön, dich hier zu sehen. Ja, sehr schön. Als erster Mr. German, Mr. Natural Olympia Pro. Ja, wie gefällt es dir hier bis jetzt? Mir gefällt es sehr gut. Das Wetter ist grandios und die Zeiten für eine großartige Meisterschaft, die stehen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das Einschreiben hat begonnen und wir sind wirklich sehr gespannt, was die Meisterschaft morgen mit sich bringen wird. Was machst du hier? Was ist so deine Tätigkeit? Ich bin hier auch zur Beratung der Athletinnen und Athleten, falls sie noch Fragen haben oder sich unschlüssig sind, in welcher Klasse sie starten wollen. Wirke hier ein bisschen in der beratenden Funktion und unterstütze auch den Michael Jablonski im Bereich Anti-Doping bei der Bestimmung des FSMI. Super, danke. Dann viel Spaß. Dankeschön. So, hier haben wir auch ganz wichtige Personen sitzen. Ich wähle mal die Theresa aus. Guten Morgen. Morgen. Hi. Magst du mal erzählen, was hier eure Aufgabe ist? Ja, wir übernehmen das Einschreiben. Also zu uns kommen die Athleten, melden sich an. Dann schalten wir die frei und dann dürfen sie bei der Meisterschaft teilnehmen. Ah, okay. Das heißt, hier wird festgelegt, in welchen Klassen sie starten. Genau. Falls es nochmal Verschiebungen gibt. Ja. Das findet alles hier statt. Okay. Und ihr seid hier mit wie vielen Leuten? Zu viert. Das sollte reichen. Ja. Okay, super. Guten Morgen, Elena. Ja, einen wunderschönen Hallo. Guten Morgen zusammen. So, wir sehen hier schon so ein paar Bikinis, Posing-Outfits. Ganz genau. Magst du mal erzählen, was deine Aufgabe hier ist? So, meine Aufgabe ist, ich prüfe bei Athleten als Station Nummer 1 Outfit und dann wirklich, dass man wirklich so konform passt und das ist meine Aufgabe. Ja. Also prüfst die Wertungskriterien, genau, ob die Posing-Outfits passen, ne? Ganz genau. Das, weil das ist wirklich tatsächlich so, das sollte auch bikinimäßig, schuhemäßig bei Frauen auch so passen und bei Jungs auch zum passenden Klasse muss das auch so Outfit passen. Ja. Okay. Und hast du einen Zollstock dabei, um den Absatz zu messen? Ja, das habe ich tatsächlich auch. Ja, das habe ich tatsächlich auch. Und das ist, manchmal gibt es das auch, wo ich sitze und dann sogar richtig messe. Oha, okay. Obwohl ich habe schon Augenmaß ganz gut. Okay, super. Ja. Dann viel Spaß. Vielen lieben Dank. Auch so. So, hier haben wir Jana Behrendt Simone. Jana. Moin. Guten Morgen. Hi. Magst du mal kurz erzählen, was hier passiert? Wir geben die Startnummern aus und kassieren ab. Das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall. Startnummern, ja, wir haben ja bis 125, sehe ich gerade. Okay, weißt du, wie viele Athleten angemeldet sind? Nein. Ich kann es verraten. 111 oder ja, so? Ja, genau. Mal schauen, wie viele wirklich kommen. Ich bin gespannt. Hier sind noch ein paar Flyer. Die werden vergeben. Ach, und was ist das hier? Die Backstage? Die Backstage-Spender für die Athleten und für die Betreuer. Ah, okay. Die werden dann ausgegeben. Genau. Und, ah, klasse. Super, dann viel Spaß euch, viel Danke. Erfolg. Danke. Danke. Okay. Catch a peek, that's a flash photo. Can't talk, phone ring, hold the line, Toto. Let it be, Black Beetle, back beat, free cameo. Keep needing money, shot, shit, might go broke. Voice like a siren in the seas, that's a motorboat. Keep changing up, new position, that's a flip motion. Still surprised me like, what the fuck the whip for? Let's get real and catch a vibe. Let's feel them feels we got inside. Yeah!
trying to remember what I did last night. I was feeling lonely, but I feel alright. I'ma keep rolling and just live my life. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Feel no pressure. No money, no. I don't need no bling. I don't have to worry, no, about a single thing. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Hey. Wie war's? War super. Ja? Mein Moment bekommen, genossen und einfach Spaß gehabt. Also, jetzt noch ein Glück, ne? Ja, auf jeden Fall. How did I even get here? Oh my God, feel so damn good today. I'm over you. Oh my God, feel so damn good today. I'm over you. So damn good today. I'm over you. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Oh my God, feels so damn good today. I'm over you. Oh my God, feels so damn good today. So, jetzt greife ich mit dich mal. Hi. Hi. Magst du mal sagen, wer du bist? Ich bin Ben. Ben, okay. Ja. Und du startest jetzt gleich in welcher Klasse? Genau, in der Classic Physik. Bin vorbereitet von Klaus Maibaum aus dem Olympic. Ah, kenne ich. Und genau, ja, wie für alle anderen auch das erste Mal für mich. Aber ich freue mich tierisch, bin natürlich ein bisschen aufgeregt, aber ja, ich freue mich mehr, als dass ich aufgeregt bin. Super, okay. Wie war denn die Wettkampfvorbereitung? War sie so, wie du es gedacht hast? Härter? Nein, härter. Ich habe ja eine Oldschool-Vorbereitung gemacht. Und dementsprechend auch sehr viel Gewicht verloren. Ich bin sehr hoch mit dem Gewicht auf über 108 Kilo. Und ja, dementsprechend musste ich jetzt auch gerade zum Ende sehr viel leiden. Aber ja, ich hoffe, es zahlt sich aus. Aber alleine das, was ich gelernt habe, hat mir schon viel gebracht. Also der Weg dahin schon, ja. Das ist schön. Hast du noch weitere Pläne? Ja, weitermachen, ne? Ich will auf jeden Fall in 6 Wochen den zweiten dann auch noch machen, ja, ne? In Baden-Württemberg. Ja. Und genau, ja. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. So, dich habe ich mir auch mal ausgepickt. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ich bin der Robert, 26, komme von der wunderschönen Sonneninsel Usedom. Ja. Schön. Und auch dein erstes Mal natürlich. Ja, genau. Wie war es für dich so, die ganze Vorbereitung jetzt immer? Es ging eigentlich. Also die letzten 3 Wochen waren ultra hart, der Rest, wenn man es will, kommt man gut durch, glaube ich. Also okay, der Rest war cool, hat Spaß gemacht, dafür brennt man ja auch, ne? Aber der letzte Monat ist dann schon ganz schön Quälerei, ja. Ja. Wie lange trainierst du insgesamt schon? 10 Jahre, bin jetzt im 11. Jahr. Und jetzt erst so die Idee gehabt, mal bei einer Meisterschaft mitzumachen? Ja, irgendwann war es dann so, wenn ich schon so oft trainiere, dann warum nicht? Einfach mal sehen, wie ist man so im Vergleich zu anderen und ja, Feuer frei. Wunderbar, viel Erfolg. Dankeschön. And the second place goes to Lukas Schwabe. Florian Gems. Jawohl, neben mir steht Florian, dein Nachname habe ich jetzt nicht mitbekommen. Gems, wie die Gemse, nur ohne E. Florian Gems, genau. Ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem überzeugenden und einstimmigen Sieg als Gesamtsieger bei der Men's Classic Physik. Großartige Leistung, ich saß ja eben im Publikum, ja. Und ich habe zwar nicht gewertet, aber ich habe dich gesehen und du verkörperst für mich Classic Physik. Also deine Linie ist fantastisch.
Gerade dein Latissimus, der geht ganz auf, wenn du ihn anspannst, Doppelbizeps, alles großartig. Stell doch ruhig mal ab, deine Trophäen. Und da natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Leistung. Dankeschön. Du hast dich auch als Profi jetzt qualifiziert. Das ist natürlich ein großer Sprung von den Newcomern. Dein allererster Start. Und dann, wie geht's jetzt weiter für dich? Also ich bin ja mal sehr bescheiden, was das angeht. Ich freue mich wieder auf das nächste Training. Also ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder ins Training gehen, mir wieder Bodybuilding-Videos als Motivation angucken und erstmal sacken lassen dieses Wochenende und dann wieder ganz normal in den Alltag starten. Ja, großartig. Fühlst du dich jetzt auch nicht ausgebrannt oder brauchst erstmal 2 Wochen Trainingspause oder isst jetzt alles, was du siehst oder wie machst du das jetzt in der Regenerationsphase? Also heute Abend werde ich mir noch ein bisschen was gönnen, aber ab morgen werde ich wohl wieder in die Diät gehen und mich dann auch für die deutsche Meisterschaft vorbereiten. Im Oktober. Die im Mai vielleicht auch, die internationale deutsche? Genau, die im Mai. Ah, okay. Da die internationale. Genau. Und Stichwort international, du hast ja auch die Möglichkeit, bei unseren Partnerverbänden zu starten. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Da habe ich mich jetzt noch gar nicht so mit befasst, aber ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil ich habe jetzt heute endlich mal das erste Mal Blut geleckt und es hat mir Spaß gemacht und ich bin jetzt auf jeden Fall öfter dabei. Ja, super. Vielleicht deine bevorzugte Pose nochmal, deine beste Classic-Physik-Pose. Ich gehe noch ein bisschen aus dem Weg hier. Da ist die Kamera. Wunderbar. Jetzt habe ich gerade den Tipp bekommen, da sind von dir Angehörige. Genau. So. Das ist mein Coach, Jana. Das ist dein Coach, Jana. Bist stolz, ne? Ja, total. Ich bin super stolz auf dich. Hast du richtig gut gemacht. Sehr schön. Möchte noch jemand ins Bild? Okay, dann gebe ich euch jetzt den Moment noch einmal in die Kamera. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 33. Ja, hast noch viel Zeit vor dir. Du bleibst dabei. Das war der Plan. Und ja, weiterhin gutes Training und noch viele, viele Erfolge. Dankeschön. Gerne. Bitteschön. Ein Bild noch mit euch beiden. Gut, klasse, vielen Dank.